Das ZSC1 TV-Update wird präsentiert vom Hotel Meiringen, das moderne, gediegene Hotel mit den persönlichen Noten im Herz der Schweiz. ZSC1 verliert das zweite Playoff-Spiel gegen Freiburg, allerdings heute ganz knapp mit 1:2 nach Verlängerung. Die Zürcher sind mit 1:0 in Führung gegangen, eigentlich die aktivere und bessere Mannschaft gewesen, hat die Führung aber leider nicht ausbauen können, dann ist 1:1 gekommen. Am Schluss ist es in die Overtime gegangen, gegen den Schluss ist es ziemlich ausgeglichen gewesen und dort haben dann Freiburger das 2:1 können schiessen und das Spiel für sich entscheiden. Ob Fans enttäuscht sind, das geht jetzt im Interview. Schon enttäuscht, weil eigentlich gut angefangen. Und haben es dann aber nicht können durchziehen, über 60 Minuten. Also musst du als Heimteam mehr machen. Und Freiburg hat das sauber runtergespielt. Also als Auswärtsteam alles richtig gemacht. Ja, es war halt schwierig gewesen, oder? Ich meine, Freiburg ist auch nicht gerade aus Kugelhopf, oder? Also ist auch eine gute Mannschaft. Also versteht man es nicht, weil rein von dem, was wir als Spieler haben, der ZSC, sind die nicht schlechter als Freiburg. Definitiv nicht. Aber ich hatte ein paar Mal auch heute manchmal den Eindruck gefühlt, also ich bin da nicht der Profi, aber gefühlt habe ich es, ja, Freiburg hat manchmal weniger Fehlpass gemacht, manchmal das ein bisschen präziser gebracht, obwohl der Z auch gute Chancen gehabt. Da bin ich ein bisschen ratlos. Gross und ganz ist nicht schlecht gewesen, aber eben, die Chancen, die Freiburger hat, die machen es halt und dann, ja. Ja, das ist schwierig. Sie müssen mal das Goal tüpfen, denke ich. Spielen gut, hinten souverän. Jetzt vorne muss ich noch reinfallen und dann kehrt die ganze Sache. Ganz sicher. Ja, sie müssen mehr, noch mehr Druck machen aufs Goal und Goal-Chancen besser nutzen, wo sie überkommen. Dann kann man die Chance, die Serie noch kehren. Einmal schlimmer und nachher packen wir die Serie noch. Und das ist nächstes Mal, ganz sicher. Es braucht einfach noch ein bisschen mehr und es braucht immer ein bisschen länger. Und spannend wird es ja erst unter Druck. Ja, wir haben gegen Davos auch. Davos hat auch nie das siebte Spiel verloren. Wir haben jetzt immer gegen Freiburg verloren. Heisst so lange nicht. Am Samstag müssen wir gewinnen, Vollgas. Und das ist ein echter Charaktertest. Wenn sie jetzt dort das herbringen, dann bin ich überzeugt, dann kehren wir die Serie. Samstag ist der entscheidende Match. Der diesen Match gewinnt, der gewinnt die Serie. Fans sind zwar enttäuscht, aber alles ist noch offen. Wenn man noch ein bisschen mehr gibt, dann sollte man das packen gegen Freiburger. Ob das der Moritz Trachsler auch so sieht, wir haben dann nach dem Spiel gefragt. Moritz Trachsler, ganz knapp verloren, bittere Niederlage eigentlich. Ja, sicher so. Wir haben uns viel vorgenommen für das Spiel. Heute sicher eine Reaktion zu zeigen nach dem ersten Spiel, wo sicher ein bisschen enttäuscht waren, auch enttäuschend von uns selber. Und ich glaube, es ist gelungen bei weiten Strecken. Ihnen muss man auch rechnen, sie haben ein gutes Auswärtsspiel abgeliefert und ja, es war knapp gewesen, aber wir dürfen jetzt nicht den Kopf hängen lassen und sofort wieder angreifen. Ich meine, das Positive ist ja, wie du gesagt hast, man hat eine Reaktion können zeigen und hat eigentlich von Anfang an, ist man das noch parat gewesen, nicht wie in Freiburg unten. Ja genau, ich glaube, wir haben gut angefangen und vor allem im zweiten Drittel haben wir nachher viele Chancen gehabt. Schade, dass wir dort nicht mehr Goal können schiessen. Ja. Nach dem 1-0 hätte einfach das 2-0 müssen kommen. Eigentlich hat man es ja wirklich, es hat nicht mehr viel gefehlt. Man war eigentlich die aktivere Mannschaft in diesem Drittel. Ja genau, ich glaube im zweiten Drittel, wenn wir jetzt das zweite Goal schiessen und nicht das Ausgleichsgoal vor Drittelsende, kurz vor Drittelsende bekommen, dann sieht es wahrscheinlich anders aus. Ja. Jetzt am Samstag wieder in Freiburg unten, dort muss man von Anfang auch wieder parat sein. Wird sicher nicht ganz einfach, auch mit der Stimmung dort unten, oder? Nein, gut, jetzt wissen wir, was uns erwartet. Und ich meine, wir. Jetzt, ich glaube, wir dürfen jetzt wirklich nicht zu lange den Kopf hängen lassen. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gezeigt heute. Es war knapp gewesen. Wir müssen ein bisschen vielleicht noch ein kaltschnäuziger werden vor ihrem Goal. Der Konzert hat jetzt zwei wirklich gute Spiele abgeliefert. Mal schauen. Vielleicht wird er auch ein bisschen schwächeln. Ja.